glaube ich Erde oder so. Das heißt Wasser vielleicht. Oh ja, Wasser. Bam. Wasser war ja eigentlich schon völlig groß wie die meisten Gegner irgendwie. Bam. Spielzeughammer. Bam. Oh, dagegen ist er unempfindlich. Guck mal an. Er ist gegen Spielzeughammer unempfindlich. Ja, aber nicht gegen die Statusänderung. Oh, Wasser. Bam. Und tschüss. Titan halten. Das macht auch Spaß, irgendwie die zusammen. So, Luna. Oh, ist das im Teil sogar mal kleiner geworden hier. Klingt nicht schlecht. So. Na dann. Weiter geht's. Was ist das hier? Ein Wald. Ah, da komme ich nicht hin. Anscheinend muss da irgendwas noch passieren oder so, dass ich da hinkomme. Keine Ahnung. Hm. Was ist das hier? War ich hier schon mal? Schule nervt. War ich doch schon mal, oder? Ich glaube ja. Was war das hier nochmal für ein... Achso, das war noch das. Das war das, wo wir dann übergesetzt haben. Tun. Bla. So. Also, was ist das für ein Typ da? Der ist doch neu, oder? Wir müssen mehr auf die Leute aufpassen. Achso, nee, das ist einfach nur eine Wache, okay. Da wird man wäre echt nicht schlecht. Interessant sind in den alten, und man kann ich bei dem Turm, war jetzt hier noch irgendwas bei dem Turm oder war einfach nur dem... Ah, jetzt komme ich hier rein. Schau mal einer an. Mal gucken, was hier so abgeht. Okay. So, in die Oberfläche? Nee. Okay. Mal gucken, was das hier wird. Warum sind die Gegner nicht zu stark? Azura, Zuckobus und Inkobus. Okay. Oh yeah. Oh, die machen einiges an Schaden. Das ist, oh, die können auch langsam zaubern. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich werde trotzdem drauf kloppen. Einfach. Ja, überhaupt nicht übertrieben oder so, der Schaden mir machen. Nö, 3000 ist okay. Ist Toran, du bist imbar, weißt du das eigentlich? Und alle nochmal Level-Ups. Alter, die werden immer stärker. Oh Mann. Oh Mann. Sag mal, haben die alle HP dazu bekommen oder wie sehe ich das? Durch ihre Waffen. Schade, dass ich mit der Tromfeder, ey, Alter, der hat den meisten Angriff von allen. Kein Wunder, dass auch so viel Schaden raus war. Toran, Alter, ey. Oh, vor allem die andere Lehrer gucken, wenn der jetzt eigentlich hunderte brechen, sein Angriff ist dreifach so hoch. Oh Mann, ey. Viel zu imba, der Kerl. Skelleron und Todgeist. Vor allem den greift er alle an, ey. Oder zweimal oder so, das ist ziemlich immer Oberlevel 33. Jetzt kriegen die Level Ups auch noch, bis man geht nicht mehr, ey. Boah, über 700 AP. Boah. Alter, wie geil. Also macht Alter, macht Spaß. Das kann mich jetzt mal am Arsch lenken, der ist eh gleich tot. So. Die Viecher sind weit tot, meinte ich nicht geil. Ah, das Gift wird auch nach dem Kampf, okay. Machst du irgendwas gegen Gift? Ah, negative Zustände, okay, gut, so. Was das war mit dem MP, was soll's. Als das besser verstecken sollte man die Dinger schon, oder? Strafin. Ah, das Vieh. Warten, das Toran lässt keinen Schaden, man den Vieh macht. Ja, habe ich doch gedacht. So. Wahrscheinlich Dunkelheit, denke ich immer mal. Schatten. Ach, ja, das Feuer. Nee. Spielzeughammer. Ja, Spielzeughammer. Sehr schön. Greift sich wieder selber an. Wie kein Boss gegen Konfus und ist, dann wird der ganze Kampf ad absorbung geführt irgendwie.
Schaden, Eis macht Schaden. Blitz macht auch eine Masse und Schaden, aber ich bin da nicht gerne, was wieder so viel Schaden macht wie Toran, aber das ist ja leider viel zu stark. Bam! Final 22, yeah! Erde? Nö. Was mit Luft? Irgendwie sind das so die unnötigsten Tower, die kaum Schaden machen bei Gegnern. Luft schon mal nicht. Ach, Ulti haben wir auch noch, ne? Bumm! Ah, Ulti macht mal keinen Schaden, schade. Das war ja auch ein bisschen übertrieben. So 50 MP verschwendet, naja, egal. Bam! Also machen wir mal Witz, würde ich sagen. Bam! Bam! Hat sich selber geschlagen. Und Ultima bringt ja leider nichts. Und daher Blitz. Bam! Dieser Spielzeug kann man so immer. Bam! Alter, wie hält denn das wieder aus, ey? Obwohl das wahrscheinlich hier High-End-Level-Gebiet ist oder so. Bam! Und dann schon die scheiß Könige da haben verdammt viel ausgehalten. Letztes Mal. Hallo, könntest du mal bitte sterben? Bam! Weil du schlägst dich selber, machst du sowieso bald dir selber nicht so viel Schaden. Von daher, trotzdem was trinken hier. Wenn ich Spezialtechniken spamme. Also bisher ist das Spiel, die Story natürlich, naja, Mittelmaß, würde ich sagen. Aber jetzt nicht mehr so derbe Scheiße wie in den anderen Teilen. Die kann man wenigstens verstehen, auch wenn sie nicht innovativ ist oder so, aber... Oh, jetzt nicht so ultra spannend, aber so, dass man eigentlich weiter spielen möchte, finde ich. Jetzt hat er einiges verbessert. Von daher, wenn das Spelling sind, ist in eine andere Richtung besser geworden, aber... Wenn es auch immer noch, wenn es auch zu leicht ist, aber naja, wie soll es denn schon? Ja, so. Todesregen. Was ist das? Wasserschaden. Achso, okay. Heilung hat sie auch gelernt. Was ist denn das eigentlich nochmal? HP bei der ganzen Gruppe. Also. Wahrscheinlich nicht allzu viel. Ein paar 200 HP ist sehr gut. Und endlich Level 30. Finde ich auch gut. So, Strafin. Denkst du, Luna? Was macht der eigentlich? Was macht eigentlich Titan oder so? Titan, Wasser, Gottes Blitz, wow. Strapin, Licht. Okay. Jetzt haben wir uns endlich mal die MP, um das alles zu verwenden. Und daher... Oh. Das ist doch auch Richter unten, hey, oder? Was sind das denn dann? Was ist das nun wieder für einer? Ich spüre gar nichts. Ich spüre was, oh Mann. Feuerwächter. Aha, okay. Einmal Eisdamm hier. Bam, oh ja, Eis ist richtig gut hier. Bam, 1700 Schaden. Bam. Alter, der Schaden. Eis. Bam. Das soll ein Boss sein, ja? Gut, er macht Schaden, aber vernachlässigt aber Schaden, und er sowieso gleich wieder tot ist. Bam. Eine Heilung wäre doch schon mal angebracht hier. So. Bam. Bam.
Ich glaube, mit den Items ist es irgendwie sinnvoller zu heilen als mit den Skills, weil die irgendwie mehr bringen. Habe ich das Gefühl, weil Heilung das halt 121 nur, das ist ein bisschen sehr wenig. Und die Items heilen viel mehr. Bam. Autsch, das ist blöd. Du heißt Mokas in Luna. Und zwar mit einem Tonikum. So. Heißt 2. Bam. Oder hat das gerade nicht 500 geheilt, warte mal. Doch, 500. Da hat sie nur 323, okay. Bam. Ich dachte schon. Bam. Dann haben wir viel Helden, das Vieh noch aus. Mache ich 1000 noch was Schaden und das Vieh kippt nicht um. Bam. Oh, da ist kein MP mehr, ne? Eine Spielzeugkammer. Bam. Obwohl, das hätte ich die ganze Zeit einsetzen können, eine Spielzeugkammer. Der macht zwar nicht so viel Schaden, aber der kann er nicht mal auch nicht angreifen. Von daher. Es braucht Ruhe erstmal MP. Ja, jetzt so gut. So, 50 MP auf Robo. So, S2, bam. Du auch S2. Bam. Und du spielst doch Kammer. Vielleicht wird er ja verwirrt. Ah, er wird verwirrt, sehr gut. Das Vieh sieht irgendwie sehr aus wie Ifrit. Hm. Und das ist auch mal ein cooler Sprite. So, jetzt machen wir noch Eis zu spammen und irgendwann kippt er auch nicht mehr um. Der hält viel zu viel aus. Ja, doch, Eisblast. Bam. 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 Na wohl, ich könnte hier mal Ultima ausprobieren. Wie viel MP hast du noch? Brauchen noch genug. Mach Ultima hier was. Ja, mach. Oh, macht das Schaden. Das Vierfache. Na gut, dafür kostet auch das Vierfache, also. Und daher. Bam. Bam. Ah, hast du nicht mal genug MP. Das ist eigentlich Verschwendung, aber scheiß drauf. Dann wieder voll MP hast. Bam. Jetzt habe ich Heilung gezaubert. Mist. Ach, egal. Toran hat keine MP mehr, wie hast du? Mach das mal 123, verdammt. Sonnenstaub. So. Und Ultima. Da ist mein Gartenspiel abgeschmiert. Wegen einem Fehler Gegner ungültig, warum auch immer. Ich habe keine Ahnung, was das heißt mit MG Maker 2003. Entweder darf man den nicht mit Ultima besiegen. Ich habe jetzt mal seine HP auf 1 gestellt und da hat er ist er trotzdem irgendwie normal gestorben. Das ist sehr komisch. Na gut, wir machen den jetzt einfach so fertig, aber mit einem HP, was soll jetzt, scheiß drauf. Wir haben den Kampf ja schon mal gewonnen, von daher, was soll's. Bam und tschüss. Das ist komisch, das ist sehr, sehr komisch. Entweder hat der Epic Maker mit irgendwie mit irgendwas Probleme, irgendwelche Bugs anscheinend, Ultima Protector, Sky Level 36, Dunkle Macht gelernt, Luna Level 32, Tora Level 35, Robo Level 35, Phoenix Flamme. Okay. Was für ein Wesen, puh, nix wie raus hier. Okay. Was ist denn das jetzt alles? Dunkle Macht, Angriff hoch plus Wut nur Sky. Ah, und warum kann man das im... Das macht ja gar nichts, wenn man das im Menü benutzt. Seltsam. Nun gut, er hat noch was gelernt. Irgendwer... Todesring hattest du vorher schon. Giftwolke, Bombardier, irgendwer hatte doch noch was gelernt. Robo, Phoenix, Flamme, glaube ich, Feuerschaden. Okay. Nun gut. Entschuldigung, das muss man aufstoßen. Warum steht Robo da, wo er eigentlich in meiner Party ist? Was zum Fick? Egal, dann hätte man das Team besiegt. Es gibt übrigens, glaube ich, es gibt 4 Arten von diesen Wächtern. Ich weiß nicht, ob die überall auf dem Land verstreut sind. Das heißt also, es ist wohl so eine Nebenquest, denke ich mal.